Hallo und herzlich willkommen an die Schützen und all diejenigen, die den Schützen im Sonnenzeichen Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia und ich heiße dich herzlich willkommen zur ersten Single-Legung hier auf dem Kanal. Ihr habt abgestimmt in meiner Telegram-Gruppe, was ihr gerne hier auf dem Kanal sehen wollt, und da war tatsächlich mit großer Mehrzahl Single-Legungen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier die erste Runde an Single-Legungen für die Sternzeichen. Ich gehe heute rein und zwar mit dem Seelenreise-Tarot, das verlinke ich dir wie immer unter diesem Video. Wir werden dann noch mal reingehen mit dem Heaven and Earth Tarot. Das schreibe ich dir natürlich auch unter dieses Video rein. Das benutzen wir dann später. Wir haben die Sacred Soulmate Cards und damit starten wir, um erstmal zu schauen, was hat denn in deiner Vergangenheit stattgefunden. Also was ist eine der vergangenen Lernerfahrungen, die du gemacht hast, oder was war Teil der letzten Partnerschaft oder Beziehung in deinem Leben? Kriege ich bitte einmal die Energien für das Kollektiv der Schützen für die letzte Partnerschaft. Und was haben wir da? Da hat sich eine neue Liebe gezeigt. Okay, lass uns gleich mal reinschauen. Ich habe schon so ein paar Vermutungen hier. Kriege ich einmal bitte die Energie für das Kollektiv der Schützen für die letzte Hupala. Ja, Moment. Das machen wir nochmal. Die Energie bitte für die Schützen für die letzte Partnerschaft oder Beziehung. Und ja, da haben wir die Karte 5 der Kelche. Und was ist in der kürzlichen Vergangenheit passiert im Kollektiv? Oh, wieder zu viele Karten. Das waren gerade 5 Karten, die rausgesprungen sind. Was ist in der Vergangenheit passiert im Kollektiv der Schützen? Und da haben wir die Königin der Schwerter. Okay, also. Die letzte Partnerschaft oder Beziehung in deinem Leben hat als Hauptenergie, die uns gerade gegeben wurde, die 5 der Kelche. Und das sagt mir grundsätzlich, dass hier Dinge sich nicht so entwickelt haben, wie erhofft. Und das Thema hier sehr stark auch Bedauern, Traurigkeit oder für den einen oder anderen vielleicht auch Reue ist. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, in welchem Aspekt du hier quasi gerade bist. Vielleicht bereut die andere Person etwas, vielleicht bereust du etwas. Ne? Also dieses Bedauern, ich bedauere, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Ich kriege für den einen oder anderen rein, dass eine andere Person hier eine Rolle gespielt hat, weil wir hier die neue Liebe haben. Neue Liebe oder eine neue Phase in der Liebe beginnt. Zum einen kann das vielleicht bedeuten, dass du mit deiner Person aus der Vergangenheit, weil das bezieht sich unmittelbar auf die Situation aus der Vergangenheit, vielleicht nochmal eine neue Phase angefangen hast. Also vielleicht gab es nochmal einen Neuanfang zwischen dir und der anderen Person. Vielleicht, und das könnte ebenfalls sein, gab es hier 2, 3 Versuche, sage ich mal, diese Partnerschaft oder Beziehung aufrecht zu erhalten und sich doch noch positiv auf die Zukunft zu fokussieren. Letzten Endes kriege ich hier diese Thematik rein, dass du oder die andere Person oder vielleicht ihr beide hier etwas bedauert und vor allem auch bedauert, dass sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie sich letzten Endes entwickelt haben. Ebenfalls kann es sein, dass einer von beiden vielleicht dann auch eine neue Liebe gefunden hat und das Teil war von dem, warum dann die Partnerschaft und Beziehung hier letzten Endes auseinandergegangen und zerbrochen ist. Hier haben wir die Karte für deine kürzliche Vergangenheit, weil, das sage ich immer wieder gerne, denn es kann sein, dass diese Partnerschaft vielleicht schon länger her ist und dementsprechend ziehe ich immer noch eine Zusatzkarte, was jetzt gerade kürzlich in deiner Vergangenheit stattgefunden hat. Und da geht es darum, dass wir hier die Königin der Schwerter haben. Und die Königin der Schwerter ist die, die der Wahrheit einer Situation ins Auge sieht, beziehungsweise eine Situation recht gut objektiv einschätzen kann, um die Wahrheit einer Situation zu sehen. Nun kann es für den einen oder anderen sein, dass du hier eine gute Freundin, einen guten Freund hattest, der dir mal den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, hey, Schütze, so und so sieht's aus. Ne? Das ist die Wahrheit der Situation. Und die Hilfe und Unterstützung, die dir quasi diese Person geben kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart war oder hin und wieder hart sein kann mit der Königin der Schwerter, ist, hey, mein Geschenk an dich ist Klarheit und Wahrheit. Und vielleicht war eine Person hier in der Vergangenheit, die dir dieses Geschenk gegeben hat.
Vielleicht warst du aber auch selber in dieser Energie und konntest etwas nun ganz klar sehen und konntest nun daran arbeiten, etwas wirklich loszulassen, die Vergangenheit hinter dir zu lassen und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt positiv auf die Zukunft und lasse all die Dinge los, die mir nicht mehr dienen. Ich lasse all das los, was mich runterzieht. Also auch du könntest hier in der Königin der Schwerter gewesen sein und Grenzen gezogen haben, vielleicht auch mit dir selbst diszipliniert gewesen sein und zu sagen, hey, ich lasse jetzt die Vergangenheit los. Kriege ich hier noch was rein? Ja, für den einen oder anderen könnte das zu tun haben mit dieser Situation aus der Vergangenheit, dass hier auch nochmal eine klare Kommunikation stattgefunden hat, wo entweder du oder die andere Person nochmal ganz klare Worte gesprochen hat, was diese Situation hier angeht, diese vergangene Partnerschaft und Beziehung. Wir schauen uns jetzt einmal an, was sind deine Gedanken und was sind deine Gefühle zum Thema Liebe und Beziehungen? Ach, wow. Ja, König der Schwerter. Und dann schauen wir uns an, wo du aktuell gerade stehst. Hoppala. Wo genau was bei dir gerade so abgeht. Okay, spannend. König der Schwerter, Ritter der Stäbe und da schon wieder zu viele Karten raus. Eine Karte bitte nur. Ja, okay. Also, ich habe das Gefühl, die Energie ist bei dir so ein bisschen zweigeteilt. Insofern, dass ich das Gefühl habe, dass zum einen, was du gerade fühlst über Partnerschaften und Beziehungen, ist, dass du vielleicht, dass du einen sehr großen Freiheitsdrang hast. Ich kriege hier zwei Botschaften rein. Ich gebe dir beide mit. Schau einmal, was für dich mehr resoniert. Zum einen habe ich das Gefühl, manche von euch, ich meine, ihr seid Schützen. Schützen sind natürlich sehr freiheitsliebend. Habe ich das Gefühl, dass du sagst, hey, aktuell möchte ich mich eigentlich emotional gar nicht auf irgendwas Festes einlassen. Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte einfach frei sein und möchte irgendwie Erfahrungen sammeln. Schließe nicht aus, dass ich hier Leute kennenlerne, schließe auch nicht aus, dass ich hier vielleicht viele Leute gerade kennenlerne, aber der Ritter der Stäbe könnte zum einen emotional bedeuten, dass du dich eigentlich gerade selber nicht festlegen möchtest auf eine Partnerschaft oder Beziehung und dass du gerade eher sagst, hey, ich brauche Freiheit. Es könnte aber auch sein, dass das ist, was du fühlst zum Thema Liebe und Partnerschaft, dass du vielleicht das Gefühl hast, dass andere sich nicht committen wollen, dass andere sich nicht wirklich niederlassen wollen und dass du gefühlt immer nur an Leute gerätst, die, sage ich mal, ein Abenteuer wollen, die Spaß wollen und die dann aber letzten Endes nicht bleiben. König der Schwerter ist deine Gedanken zum Thema Liebe und Beziehungen und ich habe das Gefühl, ja, gerade auch der König, die Königin hier und der König dort. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du vielleicht aktuell emotional auch ein bisschen distanziert bist und dich vielleicht sehr in deinen Kopf flüchtest, sag ich mal. Und wo du sagst, so, hey, okay, jetzt hier rationaler Verstand, jetzt nicht so viel Liebesgetüdelei hier. Vielleicht aufgrund dessen, dass du irgendwie das Gefühl hast, irgendwie andere Leute nutzen dich nur aus für Spaß und für ein schnelles Vergnügen. Oder dass du selber sagst, hey, ich will eigentlich gerade nicht wirklich mich wieder einlassen auf was Festes. Und der König der Schwerter ist da recht radikal, recht unterkühlt, emotional distanziert. Es kann sein, dass du gerade recht klar bist, was das Thema Liebe und Beziehungen angeht. Aber ich nehme es tatsächlich eher so wahr, dass du vielleicht aktuell gar nicht so offen bist, jetzt wirklich dich auf jemanden Neues einzulassen. Wir sehen hier auch diese Kühle. Ich habe also auch da das Gefühl, ne, sowohl die Königin und König der Schwerter, das geht es um Klarheit, ja. Also vielleicht ist dir jetzt etwas klar geworden, dir ist etwas bewusst geworden zum Thema Liebe und Partnerschaften. Aber ich nehme es eher wahr, als da ist so eine irgendwas ist so unterkühlt. Da ist nicht wirklich diese Offenheit, jetzt wirklich eine Partnerschaft oder Beziehung zu haben, weil ich das Gefühl habe, es ist eher diese Enttäuschung, die hier stattgefunden hat. Ich habe eher das Gefühl, du flüchtest dich gerade so ein bisschen in den Kopf. Vielleicht hast du auch einen Glaubenssatz, dass Beziehungen immer hart sind und harsch sind oder dass Beziehungen immer irgendwie enden, dass da eine gewisse emotionale Distanz ist oder nicht enden, aber dass das so das Ding ist, was du immer erfährst, ne? Nachdem es hier erstmal vielleicht heiß hergeht und dann haben wir aber diese Kühle. Und ich habe auch das Gefühl, du bist gerade in einer Phase des Mangels. Ich habe eher das Gefühl, es bezieht sich irgendwas in deinem Leben. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwas in deinem Leben, das kann sich auf Beziehungen beziehen, muss sich aber nicht zwingend ausschließlich darauf beziehen. Dieses Gefühl von irgendwas reicht nicht, irgendwas ist nicht gut genug, irgendwas
Das könnte ein finanzieller Mangel sein. Mit den 5 der Münzen wäre das möglich, dass du gerade so ein bisschen durch einen finanziellen Mangel dich durcharbeitest. Aber es könnte auch sein, dass du gerade irgendwie so einen Mangel an Freude hast, ne? Einen Mangel an Freude, einen Mangel an Glück. Gefühlt dann hier so eher auf der Suche nach Abenteuer, nach Spaß. Lass uns mal weiterschauen. Ich möchte mal ein bisschen tiefer reingehen hier. Wir schauen uns einmal deine größte Baustelle an zum Thema Liebe und Beziehungen. Wir schauen uns deine Hoffnungen und Ängste an und wie es in der nahen Zukunft weitergeht. Ja. Hallöchen. Okay, also. Was ich gerade für dich bekomme hier, ist, dass es aktuell gerade ein bisschen schwierig ist. Ich habe das Gefühl, da ist so eine gewisse Frustration, so ein Unterkühltsein, dieses Okay, dann habe ich jetzt einfach Spaß, ich mache jetzt die Dinge, ich lasse mich jetzt nicht irgendwie unterkriegen, ich mache jetzt die Dinge, wo ich Bock drauf habe, ich mache die Dinge, die mir Freude bereiten, die mir Spaß bereiten. Dann bin ich jetzt mal diejenige, die sich hier nicht festlegen möchte oder derjenige, der sich nicht festlegen möchte und ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich bin ganz abgeklärt, was das Thema Partnerschaften und Beziehungen angeht. Ja, da ist ein Mangel, vielleicht ein Mangel an Freude, ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Finanzen. Irgendwas ist hier nicht in der Fülle vorhanden. Vielleicht bist du auch selber in einem Mangeldenken gerade. Das könnte ein mangelnder Selbstwert sein, womit du gerade zu kämpfen hast. Auch das wäre möglich. Und dann haben wir hier mit den 8 der Stäben diese Energie von Baustelle im Sinne von Fortschritte machen. Ich habe das Gefühl, deine größte Baustelle ist gerade, dich fortzubewegen, Fortschritte zu machen und ja, gefühlt hier, was die persönliche Weiterentwicklung angeht. Ich habe das Gefühl, du fühlst dich, als ob du gerade ein bisschen feststeckst, als ob du mit dem Thema Liebe und Beziehungen immer wieder vielleicht im gleichen Kreis bist, im gleichen Kreislauf bist. Die Dinge passieren immer wieder auf gleiche Art und Weise. Vielleicht hast du eine neue Liebe kennengelernt in der Vergangenheit und es ist letzten Endes wieder so geendet, wie das, was davor passiert ist, sodass ich ein bisschen dieses Gefühl habe von: Ich mache jetzt erstmal nicht mehr Liebe. Ich mache jetzt erstmal nicht mehr. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und ich habe auch das Gefühl, dass du sehr an persönlicher Weiterentwicklung interessiert bist, also auch schon sehr dahinter schaust, grundsätzlich, was die Dinge sind in dir, an denen du arbeiten kannst, um jetzt vielleicht Liebe etc. zu manifestieren. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, da ist diese Energie von, wie sagt man das, Resentment, wenn man so ein bisschen sagt, ey, nee, irgendwie, vielleicht muss ich mich einfach mal auf andere Dinge fokussieren. Ja, ich vermisse das zwar, aber ja, was soll's. Hoffnungen und Ängste. Ich habe das Gefühl, das Schicksalsrad ist eher die Hoffnung. Ich habe das Gefühl, du hoffst, dass sich etwas hier in deinem Leben jetzt zum Positiven ändert. Und ich kriege immer wieder das rein, dass es irgendwas gibt, dieses Aspekt von Freude. Ich habe das Gefühl, es fehlt Freude, Ausgelassenheit. Ich kriege immer wieder die 3 der Kelche rein. Und ich habe das Gefühl, klar, wir haben die 3 der Kelche nicht hier, aber ich habe das Gefühl, diese Freude, es ist irgendwas zerbrochen, was ganz spannend ist. Ich habe gerade überlegt, okay, wo haben wir denn 3 Kelche hier? Die einzige Energie, wo wir 3 Kelche hier liegen haben, sind hier auf den 5 Kelchen, wo 3 Kelche zerbrochen sind. Das ist spannend. Und das könntest du auch so auslegen, hey, die 3 Kelche, wofür stehen 3 Kelche normalerweise? Für Freude. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas zerbrochen. Und da arbeitest du gerade extrem durch und es fällt dir extrem schwer, vom Fleck zu kommen und da Fortschritte zu machen. Und du hoffst auf diese positive Veränderung mit dem Schicksalsrad. Und soll ich dir mal was sagen? Wir haben eine extrem positive Veränderung, weil wir den König der Kelche hier haben. Und da haben wir das, wonach du dich sehnst, kommt in der nahen Zukunft auf dich zu. Zum einen kann der König der Kelche darum sprechen, dass du in dir mit etwas in den Frieden kommst. Ne? Das ist mein kleiner Zen-Master. Also, dass du hier wirklich vielleicht spirituell arbeitest, dich emotional wieder öffnest, dass du sehr in diese Energie von Liebe und Freude und deiner Intuition folgen, Spiritualität gehst und rein wächst. Also, wir haben hier durchaus, wenn du das bist, eine ganz, ganz tolle Energie, dass du hier sehr glücklich und erfüllt sein wirst. Das kann natürlich sein, weil sich der König der Kelche in deinem Leben zeigt. Also, eine Person, mit der du über dein Herz verbunden bist. Also hier haben wir wirklich eine ganz, ganz tolle Karte, die mir sagt, es kann sein, dass hier wirklich eine Person, die sich sehr um dich bemüht, die sich sehr um dich kümmert, in der nahen Zukunft eine Rolle spielen wird.
Und was ganz wichtig nur ist, ist mit den 7 der Kelchen, die ich hier noch bekomme, dass es wichtig ist, dass du dir darüber im Klaren wirst, was dich glücklich macht. Diese Karte sagt, hey, was macht dich wirklich glücklich? Was erfüllt dich wirklich? Und darum geht es gerade, dir über diese Thematiken Gedanken zu machen. Ne? Bist du auf dem richtigen Weg in dein Glück, in deine Wunscherfüllung? Folgst du deinem Herzen? Hörst du auf deine Intuition? Und gerade gefühlt, es kann sein, dass sich mehrere Möglichkeiten und Optionen dir offenbaren, aber es ist gerade ganz, ganz wichtig, dass du auch einmal reinfühlst, was macht dich wirklich glücklich? Und das Schöne ist, dass wir hier diese Energie bekommen von entweder Schütze, der sehr glücklich ist oder die sehr glücklich ist, oder eben diese Energie von emotionaler Balance, emotionales Gleichgewicht kriege ich ja auch rein. Emotionen, du stabilisierst dich emotional gesehen, du wirst glücklicher, du wirst na, auch diese Freude, die wiederkommt, oder eben, dass hier eine ganz bestimmte Person ist, die das Ganze vielleicht unterstützt und auslöst. In diesem Sinne möchte ich jetzt einmal weiterschauen. Ich bin ja neugierig und ihr kennt das hier auf dem Kanal, wenn ihr die anderen Legungen bereits gesehen habt. Wir schauen uns jetzt einmal an, im zweiten Teil mit dem Heaven and Earth Tarot. Einmal, was war deine Energie in der vergangenen Beziehung? Was ist die Energie deiner ehemaligen Person gewesen in der ehemaligen Beziehung? Wir schauen uns an, wie du gerade wirkst auf dein Umfeld. Wir schauen uns an, was du gerade manifestierst und in dein Leben ziehst. Wir haben ja schon einen kleinen Hinweis darauf. Wir schauen uns an, welche deine Charaktereigenschaften gerade für dich, ich sage mal, positiv sind im Sinne von, die unterstützen eine harmonische Partnerschaft, und welche Aspekte von dir vielleicht gerade so ein bisschen gegen eine harmonische Partnerschaft sprechen. Wir schauen uns an, was der Tipp für dich ist, was du tun solltest, was du nicht tun solltest. Und wir ziehen noch eine Zusatzkarte hier, wie es für dich in der Zukunft weitergeht, um da noch mehr Informationen zu bekommen. Plus, wir haben immer auch noch die Karte am unteren Kartenrand. Und wenn diese Legung bereits mit dir resoniert hat, dann lade ich dich jetzt ein, mir zu folgen in die Erweiterung. Da hast du einmal die Möglichkeit, zu Vimeo oder Patreon zu gehen. Der erste Link unter diesem Video führt zu Vimeo. Und mit Vimeo hast du die Möglichkeit, dir das Einzelvideo anzuschauen und auch runterzuladen. Und der zweite Link, das ist der Link zu Patreon. Da hast du die Möglichkeit, mit der Mitgliedschaft dir immer alle Erweiterungen direkt anzuschauen. Also falls du sehr viele Erweiterungen hier immer schaust, kann ich dir auch das empfehlen. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dich dieses Video oder dieser Kanal unterstützt, dann würde ich mich freuen, wenn du mich und den Kanal unterstützt. Und zwar mit einem Like, einem Kommentar und einem Kanalabo. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann bleibst du up to date für neue Videos. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zur nächsten Legung.